True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle. Die Steuerfahndung ist zum Einsatz am Gaisbockheim ausgerückt. Es soll zahlreichen Fußballern des 1. FC Köln an den Kragen gehen. Sie haben den Fiskus betrogen und belogen. Und möglicherweise sind sie dabei von ihren Arbeitgebern unterstützt worden. Die Fahnder sind äußerst fantasievoll bei der Wahl ihrer Methoden. So hat man einen Zollstock dabei, um die Schneehöhe auf Autodächern zu messen. Die halbe Mannschaft des 1. FC Köln und ihr Trainer stehen unter Verdacht, weil sie das kleine belgische Städtchen Eupen als Wohnsitz angegeben haben. Einige wohnen da angeblich gemeinsam in einem schmucklosen Apartmenthaus. Der Vermieter ist ihr Spielerberater. Eine Scheinadresse, um in Deutschland keine Steuern zu zahlen. Ein Millionenbetrug. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Wir sprechen über ein ernstes Thema, aber ich glaube, es wird uns nicht gelingen, das mit totaler Ernsthaftigkeit zu tun. Steuerfahnder mit einem Zollstock auf dem Parkplatz des 1. FC Köln, das hat einen hohen Unterhaltungswert. Und Fußballer, die viel verdienen, aber offensichtlich wenig im Hirn haben, sind unter Umständen auch ganz lustig. Interessant ist das Ganze auch, weil eigentlich damals wenig bekannt geworden ist über diesen Fall. Es gab in den 90er Jahren eine heftige Debatte über Promis, die ins Ausland ziehen, um in Deutschland keine Steuern zu bezahlen. Da wurde über Stars wie Franz Beckenbauer, Boris Becker, Steffi Graf, Harald Schmidt oder Margarete Schreinemakers debattiert. Aber da ging es immer um eine moralische Frage. Was muss man von Leuten halten, die in Deutschland Millionen verdienen, sich dann aber nicht an der Finanzierung des deutschen Gemeinwesens beteiligen? Aber es gab auch ein paar, die trieben es noch doller. Die gaben eine Adresse im benachbarten Ausland als Wohnsitz an, obwohl sie da gar nicht lebten. Und das war der Vorwurf gegen Fußballer des 1. FC Köln und von Borussia Mönchengladbach. Wir haben über diesen Fall schon mal gesprochen bei True Crime Köln, ganz kurz, nämlich in der spannenden Folge über das spurlose Verschwinden der Witwe Grass. Ein spektakulärer Fall rund um einen Mord ohne Leiche. Wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, sollten Sie das schnell nachholen. Zu Gast war damals im Studio der ehemalige Richter Norbert Klein, der über den Fall in seinem Buch Mörder, Stadtrat und FC berichtet hatte. Der Mann, der Autor, war Richter am Kölner Finanzgericht. Und um ihn ein bisschen vorzustellen, um zu sagen, was er da so gemacht hat, haben wir den Fall des Steuerbetrugs beim 1. FC Köln kurz erwähnt. Denn die Steuersünder beim FC, die gehörten zu seinem Aufgabenbereich. Einige haben damals nach der Veröffentlichung der Folge über die verschwundene Witwe Grass, das war im Mai 2023, gesagt, dieser Mann muss unbedingt nochmal wiederkommen, um von diesem Fall vom FC Eupen, so hat man den FC damals verspottet, zu berichten. Die Geschichte verdient doch mehr Beachtung als eine beiläufige Erwähnung. Und weil diese Kritik absolut berechtigt war, habe ich Norbert Klein noch einmal ins Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger gelockt. Seine Expertise, die wird auch deshalb so gebraucht, so dringend gebraucht, weil eben damals gar nicht so viel bekannt geworden ist von diesem Fall, von den konkreten Ermittlungsergebnissen. Warum das so ist, werden wir später besprechen. Zuerst müssen wir nochmal den Rahmen der Geschichte klar machen. Die älteren FC-Fans werden sich erinnern, die Geschichte spielt in der Zeit vor dem ersten Abstieg des 1. FC Köln. Die älteren FC-Fans werden sich an manch schillernden Namen aus dieser Zeit erinnern. Vielleicht auch deshalb, weil die bekanntesten Spieler nicht selten ziemlich schlecht gespielt haben. Es ist die Zeit, wo die Fans Abschied von Pierre-Led Barsky nahmen. Man hatte danach viel Spaß mit Toni Polster. Es gab noch einen Kölner Nationaltorwart mit Namen Bodo Ilkner. Andere Namen, die vielleicht in Erinnerung geblieben sind, sind Carsten Baumann, Patrick Weiser, vielleicht Andrzej Rudi, bestimmt Horst Held oder Rico Steinmann, Stefan Kohn, Bruno Labbadia oder Uwe Fuchs und natürlich der Trainer Morten Olsen. Der kam 1993 als eine Art Heilsbringer nach Köln zurück, wo er ja auch schon mal als Spieler tätig war. Für mich und wahrscheinlich viele andere Fans unvergessen bleibt sein unerfülltes Versprechen aus dem FC, das Ajax Amsterdam der Bundesliga zu machen.
Irgendwie ist auch das ein Fall von Betrug, aber der ist heute nicht unser Thema. Es wurde viel gestritten damals, weil der FC nur noch Mittelmaß war. Heute wissen wir, es kam alles noch viel schlimmer. Damals konnte sich noch niemand vorstellen, was Mitte der 90er Jahre eintrat. Der erste Abstieg des ersten FC Köln in die zweite Liga. Ich habe es erwähnt, der FC wurde verspottet als FC Eupen. In Eupen waren damals viele der Spieler des Clubs gemeldet. Einige wohnten tatsächlich in der belgischen Stadt kurz hinter der Landesgrenze. Zum sportlichen Misserfolg kamen die Vorwürfe des Steuerbetrugs. Zunächst ging es tatsächlich nur um die moralische Frage, also um Steuerflucht. Dass man es mit einem handfesten Betrug zu tun hatte, war lange nicht klar. Zeitungsausschnitte aus dem Express und dem Kölner Stadtanzeiger aus dem November und Dezember 1994. Der Artikel aus dem Stadtanzeiger hatte die fragende Überschrift: Der FC steht am Pranger, eine Schande für den Sport. Bis gestern hatten die Herren beim 1. FC Köln eigentlich geglaubt, ihr größtes Problem hieße Anton Polster. Doch unversehens sind sie über die rheinischen Grenzen hinaus in die Schlagzeilen geraten. Ihr FC wird von namhaften deutschen Politikern an den Pranger gestellt. Rainer Eppelmann, CDU, bezeichnete die Praxis des 1. FC Köln, Spitzenverdiener zwecks Steuerersparnis in Belgien wohnen zu lassen, als eine Schande für den Sportgeist. Politiker aller Parteien bezichtigen den Verein der Beihilfe zur Steuerflucht. Anke Fuchs von der SPD fordert ihren Kollegen und FC-Vize Bernhard Worms dazu auf, keine anrüchigen Ratschläge zur Steuervermeidung zu geben. FC-Manager Bernd Kullmann reagierte auf die Härte der Vorwürfe ziemlich fassungslos. Das ist absoluter Blödsinn, wetterte er. Wir haben nie einen Spieler dazu aufgefordert, nach Belgien zu ziehen. Auch Toni Polster nicht. Diese Praxis ist bei grenznahen Bundesliga-Clubs absolut üblich, sagt Kullmann. Er wittert eine Kampagne gegen seinen Verein. Dem FC-Vize Worms wird Beihilfe zur Steuerflucht vorgeworfen. Ihm bläst der Wind ins Gesicht, aus allen Richtungen. Selbst Parteifreunde verschonen Bernhard Worms nicht. So wird die Praxis beim 1. FC Köln zum Politikum. Weil Worms als FC-Vizepräsident billigte, dass Trainer Morten Olsen und Stars wie Bruno Labbadia ins steuergünstigere Belgien zogen und dies auch Toni Polster schmackhaft gemacht werden sollte, steht der Politiker nun unter Beschuss. Advent, Advent, das Konto brennt. Statt lieber Weihnachtsgrüße schickte das Finanzamt Saarbrücken Peter Neururer eine saftige Steuernachzahlung über 200.000 Mark. 9 Spieler wurden neben ihrem Ex-Manager zur Kasse gebeten. Der Steuerhammer kreist. Wann schlägt er auch in Köln und Mönchengladbach zu? Alarm für alle Bundesliga-Stars, die sich wie die Kölner Spieler Bruno Labbadia, Wolfgang Rolf oder FC-Trainer Morten Olsen zwecks Steuerersparnis in Belgien niedergelassen haben. Bald seien auch diese Profis dran, erklärt der Gladbecker Steueranwalt und Wirtschaftsprüfer Horst Weiler, den Neururer mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt hat. Die Aktionen in Saarbrücken zeigen, dass die Finanzbehörden die bestehenden Regelungen aufs Schärfste überprüfen. In den Berichten, die Ende des Jahres 94 erschienen, fällt der Name Bernhard Worms. Das war der FC-Vize in der Zeit und er saß für die CDU im Bundestag, war zudem Staatssekretär, also keine kleine Nummer. Und so schaffte es der Fall bis ins Parlament. Nach Bekanntwerden der Aktivitäten der Finanzbehörden in Saarbrücken, von denen im Zeitungsartikel die Rede war, war klar, es geht nicht nur um die moralische Frage, sondern es geht auch um einen klaren Rechtsbruch. Die Versuche des FC-Managers Bernd Kullmann, die Sache runterzuspielen, waren ziemlich gewagt, wenn man bedenkt, was da tatsächlich in Belgien lief. Im Sommer 1995, also ein halbes Jahr nach diesen ersten Berichten, wurde erstmals etwas bekannt von konkreten Ermittlungen gegen Fußballer, die Eupen als ihren Wohnsitz angegeben hatten, dort aber wohl gar nicht lebten. Ein Auszug aus dem Express vom August 1995. Der Steuersumpf im deutschen Sport. Nach Tenniskönigin Steffi Graf knöpfen sich die Fahnder jetzt die Bundesliga vor und die gejagten Stars zittern. Es sind Ermittlungsverfahren gegen Spieler des 1. FC Köln und von Borussia Mönchengladbach eingeleitet worden, bestätigte Oberstaatsanwalt Wolfgang Wieber, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Köln.
Es geht unter anderem um die Ex-Kölner Frank Rainer, der jetzt in Kaiserslautern spielt, und Uwe Fuchs, heute beim FC Millwall. Sie sollen in ihrer FC-Zeit Belgien als Scheinwohnsitz angegeben haben. Rainer soll sich beim Verhör in Widersprüche verwickelt haben. An Fuchs kam er nicht ran, weil er in England ist. Rainer, der in relevanten Jahren von 1992 bis 1994 etwa 1,2 Millionen Mark verdient hat, droht eine Nachzahlung von etwa 300.000 Mark und ein Bußgeld in sechsstelliger Höhe. Rainer beteuert: Ich habe nichts verbrochen. Soweit die Auszüge aus der Berichterstattung. Tatsächlich waren mehr als die zwei genannten Spieler betroffen. Auch für den Trainer Morten Olsen wurde es ungemütlich. Ich habe es gesagt, es ist nur wenig bekannt geworden. Bis heute kennen nur sehr wenige alle Namen, weil in Deutschland Steuerstrafsachen nicht öffentlich verhandelt werden, fiel auch die weitere Berichterstattung eher mager aus. Wenn man in einschlägigen Chroniken des 1. FC Köln blättert, findet man so gut wie nichts. In der FC-Chronik im Zeichen des Geistbocks kann man zumindest nachlesen, dass 1995 die halbe Mannschaft die Steuerfahndung auf den Fersen hatte. Die Autoren nennen das einen Nebenkriegsschauplatz und vermelden es als Randnotiz unter der Überschrift Interessantes und Kurioses. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es um einen Millionenbetrug ging. Und der ist eng verknüpft mit einem Haus im belgischen Eupen, dem Zentrum der deutschen Minderheit in Belgien. Rund 20.000 Einwohner hat das Städtchen, und zu diesen Einwohnern zählten dereinst mehrere Spieler des 1. FC Köln. Gemeldet waren sie in der Aachener Straße 72. Ich habe es gesagt, zu Gast im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger ist der ehemalige Finanzrechter Norbert Klein. Herr Klein, erzählen Sie uns doch mal was über dieses Haus. In der Aachener Straße 72 steht ein völlig unscheinbares dreigeschossiges Haus, also ohne großes Ambiente. Und da sind diverse Klingelschilder für kleine Apartments. Das Entscheidende ist aber in diesem Fall hier, wer wohnt in diesen Apartments? Und das ist ganz erstaunlich. Das ist ein halbes Dutzend hochbezahlter FC-Spieler plus Trainer plus Spielerberater. Und man stellt sich dann die Frage, wie kommt diese Kickergemeinschaft denn da zustande? Ist das Zufall oder ist das ein geheimnisvolles Trainingslager? Ja, die Frage, die konnte man sich dann schon stellen. Und der Hintergrund ist dann bald aufgeklärt worden, das hatte was mit der deutschen Einkommensteuer zu tun. Also es deutet an dem Haus nichts auf Reichtum und Erfolg hin, ne? Nein, es ist ein sehr bescheidenes Haus, und Jungmillionäre pflegen eigentlich nicht auf Zwei-Zimmer-Apartments unscheinbar irgendwo im Nirvana zu logieren. Wie sind denn die Steuerfahnder dieser Trickserei auf die Schliche gekommen? Was waren denn die ersten Hinweise? Wie so oft ist der Kommissar Zufall im Spiel. In diesem Falle war es so, es gab einen Spieler, den wollen wir mal Willi nennen. Der Willi hatte ordentlich Bums in den Beinen und wenig Grips im Kopf. Das kann ich auch sagen, weil der Name ist ja leicht anonymisiert. Und der wohnte sehr steuerschonend offiziell in Eupen, tatsächlich aber im Bergischen Land bei seiner Lebensgefährtin. Und dann machten die beiden einen weitreichenden Fehler. Sie gaben einer Zeitung ein Interview, das wurde dann eine einfühlsame Home Story. Da hieß es: Ach, wir beide fühlen uns ja so hier im Bergchen so wohl. Es ist toll, hier zu leben. Und die Leute grüßen immer so freundlich, wenn der Willi morgens vor dem Training die Brötchen zum Frühstück beim Dorfbäcker holt. Und so weiter. Dazu gab es interessante Fotos des Bärchens im Trautenheim. Also das ist ja schon doof, das kann man sagen, ne? Aber es wird ja noch... Ist ja noch dümmer für den Spieler eigentlich, denn in dem Ort, also in der Nachbarschaft,
wohnt ein Mitarbeiter des Finanzamts, und zwar ausgerechnet einer, der für die beschränkt steuerpflichtigen Steuerausländer zuständig war, und der hat dann gestaunt. Ne? Ja, der hat morgens, also die Zeit, nun hast große Augen gekriegt, wie, da soll der Willi wohnen, der ist aber in meinen Finanzamtsakten gelistet als Einwohner von Belgien, da wohnt er in der Aachener Straße 72. Und jetzt lese ich hier, er wohnt bei mir um die Ecke. Das ist aber hochinteressant im Sinne von verdächtig, da könnte Steuerhinterziehung hinterstecken. Und so kam dann tatsächlich die Steuerfahndung ins Spiel. Also er hat den Kollegen Bescheid gesagt und gesagt, guckt euch das mal an. Ja, also er hat seinem Chef Bescheid gesagt. Und der Chef, also der Chef des Finanzamts, hat gesagt, das ist nichts mehr für uns, da muss die Steuer ran. Und dann kommt die Sache ins Rollen. Bevor wir über diese spektakulären Ermittlungsmethoden der Steuerfahndung sprechen, müssen wir mal was zum Hintergrund noch sagen. Die Wohnung in Eupen an der dortigen Aachener Straße gehörte einem Spielerberater, der tatsächlich da wohnt. Offenbar bis heute wohnt er in Eupen. Und der hat mehrere Profis beim 1. FC Köln und bei Borussia Mönchengladbach beraten. Sie nennen ihn in ihrem Buch Bommes. Das ist ein sehr einfach gewähltes Pseudonym. Der ein oder andere erinnert sich an einen Spielerberater mit Spitznamen Bübbes. Ja, also das ist, haben sie sich nicht viel Mühe gegeben. Mit Fußball hat er schon länger nichts mehr zu tun. Man verortet ihn mittlerweile so eher beim Handball. Und dieser Bübbes Bommes bietet offenbar damals nicht nur seine Begleitung und Beratung bei Vertragsverhandlungen mit Fußballvereinen an, er berät auch in Sachen Steuertipps. Und das müssen wir jetzt erklären, es lohnt sich für die Spieler, wenn sie nicht in Deutschland wohnen. Warum? Ja, da gab es dann vermutlich ein Beratungsgespräch in steuerlicher Hinsicht von diesem Herrn Bümmers. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie das so abgelaufen ist. Da hat er dem jeweils von ihm beratenden Spieler gesagt, du musst das Finanzamt durch eine Lücke im Steuergesetz tunneln. Also spricht der Bömmes Kölsch? Rheinisch? Schon. Naja, in jedem Fall spricht man den Eupen Deutsch. Ne, so. Ja. Also Sie spielen das jetzt ein bisschen nach. Ja, ja, also nochmal. Du musst das Finanzamt durch eine Lücke im Steuergesetz tunneln. Wie geht das? Miete dir eine Wohnung in Belgien. Dann bezahlst du statt 53% Spitzensteuersatz ja nur noch 15% pauschale Einkommensteuer. Und das funktioniert? Ja klar, das machen doch alle, die nicht blöd sind. Die halbe Kölner Mannschaft plus Trainer und ich sowieso. Neulich habe ich in einem belgischen Supermarkt da in Eupen so ja Harald Schmidt und Margarete Schreinemakers getroffen. Die wohnen nämlich auch da. Wegen der Steuer, verstehst du? Wo soll ich die Wohnung mieten? Zum Beispiel in Eupen, knapp 20 Kilometer hinter der Grenze. Da bist du mit deinem Porsche von Köln aus in einer Stunde. Lass mich da mal für dich arrangieren. Also Flitze-Flitz so regeln. Also ernst gesagt, es gibt einen Paragraphen im Einkommensteuergesetz, das ist der Paragraph 50a, und der regelt, dass die Einkünfte bestimmter Berufsgruppen pauschal besteuert werden, also mit einer Quellensteuer, die liegt bei 15%, später wird die auf 25% erhöht, da kommt dann noch der Solidaritätszuschlag und die Mehrwertsteuer dazu dann. Das gilt für Sportler, das gilt für Künstler und das gilt auch für freie Journalisten. Oder es galt für diese Berufsgruppen, aber jetzt muss man natürlich sagen, das muss man ja irgendwie belegen können, das muss man irgendwie beweisen können, dass man nicht in Deutschland wohnt. Da heißt es dann in dem Gesetz, man muss seinen Lebensmittelpunkt im Ausland haben und dann gibt es auch eine Zahl, 183 Tage Aufenthalt muss man mindestens da nachweisen können. Das ist gar nicht so wenig. Es gibt das Beispiel Boris Becker, der war in Monaco, Harald Schmidt haben sie genannt, der war auch in Belgien, oder Thomas Gottschalk in den USA, dann kriegten ihre Late-Night-Shows, dann funktioniert das schon nicht mehr mit den 183 Tagen und deshalb ist dann Harald Schmidt auch zurückgekommen.
hat er selbst so gesagt, dass er das so dann machen muss und dem deutschen Staat die Steuer bezahlt. Also das ist der juristische Hintergrund, das Einkommensteuergesetz. Aber wir kommen zurück zur Steuerfahndung. Das ist noch spannender. Der erste, der daran glauben muss, ist der FC-Kicker im Bergischen Land, von dem Sie eben berichtet haben. Die Fahnder kommen mit einem Durchsuchungsbeschluss und stehen bei ihm vor der Tür. Und wenn die Fahnder kommen, das ist meist sehr früh am Morgen, dann bleibt kein Auge trocken. Die lassen nämlich nichts anbrennen und greifen beherzt zu. Auch in der angeblichen Wohnung der Lebensgefährtin suchen und finden sie alles, was auf einen dauernden Aufenthalt von Willi schließen lässt. Sommer- und Winterkleidung, alle möglichen Sportklamotten, Aktenordner mit Vertragsunterlagen und so weiter. Beweise genug für die Feststellung, der Willi wohnt hier und nicht in Eupen. Es geht auch den anderen an den Kragen. Die Ermittlungsmethoden der Steuerfahndung sind da äußerst fantasievoll und höchst effektiv. Erzählen Sie mal so ein paar Beispiele. Das ist ja tatsächlich, die haben sich richtig Mühe gegeben. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Also das 0815-Vorgehen ist, wenn man eine Ehefrau hat, wo wohnt die Ehefrau? Wenn man Kinder hat, wo gehen die zur Schule? Und dann sollen sie mal die Steuerausländer bitte doch schön doch Schulbescheinigungen für die Kinder beibringen. Aber bei Singles ist es schon etwas schwieriger. Und dann muss man als Steuerfahnder noch trickreicher sein als die ohnehin trickreichen. So haben die Körner es mal geschafft, und das war auch in diesem Fall so. Die haben dann im Wege der Amtshilfe von den belgischen Kollegen den Strom- und Wasserverbrauch der Apartments in der Aachener Straße feststellen lassen. Das ist ja dann schon aufschlussreich über die Benutzung, sagt das viel aus, wer da wie lange wohnt. Und in einem Fall, da haben sie Folgendes gemacht, es hatte im Bergischen Land oder im Körner Raum hatte es kräftig geschneit. Und dann sind die zum Geisbockheim gefahren und die Sportwaren der betreffenden angeblichen Steuerausländer, die kennt man ja dann als Steuerfahnder, da hat man die Schneehöhe auf den Dächern dieser Karossen gemessen. Und der Hintergrund war, in Eupen hatte es nicht geschneit. Und wenn da Schnee liegt und das nicht so knapp heißt hat, sie sind morgens zum Training ganz aus der Nähe von einem nicht bekannten Ort angereist und da muss man nachfassen. Also steht der Steuerfahnder mit dem Zollstock und misst die Schneehöhe auf dem Auto. Das macht der locker. Jetzt fragt sich natürlich jeder normalsterbliche Steuerzahler, der uns zuhört, betreiben die immer so einen Aufwand? Ja, die betreiben immer so einen Aufwand, wenn es sich lohnt, ne? Also es gibt Fälle, da geben die Aufträge zurück. Da sagen ganz klar, ja, stinkt gegen den Himmel, aber für die 350 Mark, da gehen wir nicht raus, das ist völlig klar. Da bleibt der Zollstock im Werkzeugkasten. Ja, ja, aber die Hochkaräter, das heißt, wo wirklich was zu holen ist, die können sich, wenn die Steuer anrückt, doch schon auf eine sehr investigative Behandlung gefasst machen. Eine Frage, die sich damals viele stellten und die sich wahrscheinlich auch heute noch viele stellen. Was wusste denn eigentlich der Vorstand des 1. FC Köln? Was wussten die Verantwortlichen beim FC? Waren die ahnungslos? Wenn nicht, reden wir über Beihilfe zur Steuerflucht. Das ist kein Kavaliersdelikt. Ja, die Frage, die hat man sich dann auch sogar im Bundestag gestellt, weil die Sache wurde zum Politikum. Der damalige FC-Vizepräsident Bernhard Worms war CDU-Mitglied und hauptberuflich Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Der wurde dann von der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag, das war die Frau Anke Fuchs damals, der wurde gefragt, warum er denn nicht auf die Körnerspiele eingewirkt habe, wie jeder andere Arbeitnehmer auch, der Steuerpflicht in Deutschland nachzukommen. Der Herr Worms hat sich denn empört über diese politisch motivierte Kampagne
so nannte er das jedenfalls. Das wusste allerdings der FC-Spieler Toni Polster nach Zeitungsberichten anders. Ihm sei in Zusammenhang mit den Verhandlungen zur Vertragsverlängerung vom Vorstand geraten worden, nach Belgien umzuziehen, um diese finanzielle Mehrbelastung für den Verein mehr netto vom Brutto zu verdienen. Also der Verein wollte nicht die Mehrkosten tragen, sondern das Finanzamt. So schilderte das der Herr Toni Polster. Das könnte schon so sein, haben dann manche Leute gedacht. Und da fühlte sich der Vorstand aufgerufen, eine Pressekonferenz einzuberufen. Und da sagte man, keinesfalls, wir haben von nichts eine Ahnung gehabt, so jedenfalls der damalige FC-Präsident Klaus Hartmann und der FC-Manager Bernd Kuhlmann im November 1994. Und damit war das Thema erstmal für den Verein durch. Das muss man natürlich nochmal unterscheiden. Es gibt ja tatsächlich Spieler, die in Belgien auch gewohnt haben. Also es haben nicht alle da bei Bömmes Bommes im Apartmenthaus gewohnt, sondern Rico Steinmann zum Beispiel hatte mit seiner kompletten Familie tatsächlich seinen Lebensmittelpunkt in Belgien. Dann ist die Rechtslage natürlich so ein bisschen anders. Kann man dann moralisch bewerten und sagen, ist komisch, ne? Warum macht er das? Natürlich macht er das auch, um Steuern zu sparen. Aber es ist keine vergleichbare Trickserei wie einer, der im Bergischen wohnt und da gar nicht in Belgien seinen Lebensmittelpunkt hat. Ne? Also wenn schon die Familie in Belgien wohnt, die Kinder da zur Schule gehen, die Kinder da Vereinsmitgliedschaften haben, das gesellschaftliche Leben auch von den von Ihnen eben genannten Personen sich an den Abenden beispielsweise da abspielt, dann muss man sagen, da ist der Lebensmittelpunkt. Dann können die ruhig mal 5 Tage in der Woche zum Training nach Görn fahren und am Wochenende ein Spiel machen. Das ist eine andere Situation. Das ist keine Trickserei. Die Ermittlungen führten dazu, dass sich die meisten Kicker selbst angezeigt haben, ihre Steuerschuld plus Zuschläge beglichen und ihre Wohnsitzadresse dann auch korrigiert haben. Da können wir vielleicht zum ersten Mal die Frage nach der Gerechtigkeit erörtern. Gibt es eigentlich irgendein anderes Vergehen, wo man durch eine Selbstanzeige eine Bestrafung verhindern kann? Ja, das gibt es in der Tat in irgendwelchen Nebenrechtsgebieten, sage ich jetzt mal. Also bekannt ist beispielsweise, um Monopolabsprachen zu knacken, wer sich da meldet und dann gegen die Firmen, mit denen man sich abgesprochen hat, aussagt, der geht auch straffrei aus. Aber im Strafrecht ist das nicht der Fall. Da kann man bestenfalls eine Strafmilderung erreichen. Es ist ja auch sehr erstaunlich, wenn man eine Selbstanzeige bei der zuständigen Finanzbehörde startet, noch bevor der Steuerfahnder auf der Matte steht. Das ist ein Knackepunkt, ja. Und dann auch vollständig die hinterzogenen Einnahmen abgibt, dann kann man eine vollständige Straffreiheit erreichen. Wenn man das in Gedanken überträgt auf das allgemeine Strafrecht, da käme man zu wirklich merkwürdigen Ergebnissen. Ne? Also wenn der Mörder auf die Polizeiwache kommt, die haben bisher vergeblich den Täter gesucht und sagt, ich war es, ne, ich führe sie auch zur Leiche, ich tue alles, um die Aufklärung zu erreichen, dann wird der natürlich nicht von der Strafe freigestellt. Dann wird sein Geständnis und seine aktive Mitwirkung bei der Aufklärung, bei der Strafmilderung berücksichtigt, aber Straffreiheit weiß Gott nicht. Aber hier ist der Hintergrund ganz klar. Der Staat möchte die hinterzogene Kohle möchte er haben. Und das kann er am ehesten erreichen, wenn er den Tätern Straffreiheit zusichert und dann kassieren kann. Ist das gerecht? Ist das richtig? Da kann man durchaus geteilter Meinung sein. Das war schon ein Thema, als die Besteuerung von Kapitaleinkünften auf 25% festgesetzt wurde. Und damals sagte der Finanzminister, besser 25% von X als 25% von nix. Ja, das steckt dahinter.
Wie war das bei Uli Hoeneß? Der hat sich selbst angezeigt und musste dann doch ins Kittchen. Warum? Der Uli Hoeneß, der ist fast schon eine tragische Figur. Der hat dann über Nacht mit seinem wohl nicht sehr qualifizierten Steuerberater eine Selbstanzeige mit fliegenden Fingern zusammengebastelt. Und dabei sind doch einige Einkünfte unter den Tisch gefallen, die unbedingt da reingehörten in diese Selbstanzeige. Und er hat sie noch rechtzeitig abgegeben, ja, bevor die Steuerfrau auf der Matte stand, aber eben unvollständig. Und dann ist die Selbstanzeige unwirksam, mit der Folge, dass der Herr Hoeneß 3,5 Jahre lang gesiebte Luft geatmet hat. Zurück zum FC Eupen. Es gab auch Spieler, die einen anderen Weg als die Selbstanzeige wählten. Die wehrten sich gegen die Forderung des Finanzamts und gingen selbst vor Gericht, vor das Gericht, an dem sie Richter waren. In ihrem Buch über Kölner Gerichtsgeschichten um den Appellhof beschreiben sie die Stimmung am Tag der Verhandlung im Mai 1996. Sie berichten von viel Heiterkeit an einem sonnigen Maitag. Ja, die Heiserkeit rührte daher, dass die ein oder andere Klage doch tatsächlich von Spielern im Finanzgericht gegen die Steuerbescheide eingegangen war, mit denen das Finanzamt dann die Trickserei rückgängig machen wollte. Und obwohl diese Klagen aus objektiver Sicht eines Steuerrechtlers ziemlich aussichtslos war, hat man es hart versucht. Und darum war im Finanzgericht der Begriff erster FC Eupen schon wohl bekannt. Und als einer dann am Kaffeetisch sagte oder am Mittagstisch, da hat der erste FC Eupen am Wochenende ja mal glatt gewonnen, da löste das allgemeine Heiterkeit aus. Ja, es war also tatsächlich so, einige versuchten dann ihr Glück vor dem Finanzgericht. Und da hat es zum Beispiel einen Erörterungstermin gegeben, bei dem es sehr merkwürdig zuging. Ein Erörterungstermin ist ein Termin, wo nicht das gesamte Gericht zusammenkommt, sondern der Berichterstatter, für den Fall ein Richter, der das vorbereitet, der lädt dann die streitenden Parteien, also das Finanzamt in diesem Fall, und den steuerpflichtigen Kläger mit seinem Anwalt oder Steuerberater, was er hat. Und da hat man das halt versucht. Und da wurde dann von Seiten des Klägeranwalts, also von Seiten des Steuerpflichtigen, beteuert, dass der Mandant tatsächlich doch in Eupen gewohnt habe, das können Kollegen bezeugen, im Sinne von, da hat er oft gewohnt, also oft übernachtet. Und dann hat der Richter völlig zu Recht darauf hingewiesen, das reicht ja nicht. Ne? Also es müssen schon 183 Tage gewesen sein. Und man darf ansonsten nicht das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland betreten, sonst ist man kein Steuerausländer und sonst greift die Vergünstigung des § 55a EStG nicht. Ja, und da meinte der Anwalt auch doch, ja, das kann mein Mandant sicherlich auch noch beweisen. Wie ging das aus? Ja, das ging dann so weiter, dass der Vertreter des Finanzamts sehr bissig gefragt hat, wie erklären Sie sich dann, dass nach den Feststellungen der Steuerfahndung in dem Apartment von Herrn Weber, so hieß der Spieler, anonymisiert, kaum Wasser und Strom verbraucht worden sind. Und da hat der Anwalt gesagt, weil mein Mandant sehr umweltbewusst ist und den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert hat. Und da konnte sich der Finanzbeamte nicht verkneifen, ironisch zu sagen, aha, er hat also abends die FC-Chronik bei Kerzenschein gelesen. Und der Anwalt fauchte zurück, also diese bösartige Polemik verbitte ich mir doch. So, dann ging es aber ganz klar auf ein Ergebnis zu und das war dann der etwas vorlaute Kläger persönlich. Der sagte, und die Sache mit dem geringen Wasserverbrauch ist auch ganz einfach zu erklären. Ich habe ja jedes Mal nach dem Training im Müngersdorfer Stadion geduscht.
Und da hat der Rechtsanwalt noch verzweifelt seinen Mandanten unter dem Tisch gegen den Knöchel getreten, um dieses Eigentor zu verhindern, denn damit war alles klar, im Sinne von Klageabweisung. Aber der Knöchel von so einem Abwehrspieler, der hört doch so manchen Tritt aus und darum hat er überhaupt nicht reagiert und weiter geplappert. Und das war denn sein Verderb. Also, das ging dann so aus, der Richter rechnete vor, dass die Zahl der Aufenthaltstage durch die Vielzahl der Trainingstage und natürlich auch die Spieltage an dem Wochenende deutlich über 200 gelegen haben musste. Und daraufhin wurde die Klage dann sang- und klanglos zurückgenommen. Die juristische Aufarbeitung einzelner Fälle war nicht die einzige Konsequenz aus der Angelegenheit. Wir waren schon mal im Bundestag, Sie haben es erwähnt, aber da geht es auch weiter. Der damalige Finanzminister Theo Weigel ließ die Gesetzeslage ändern. Er erhöhte nicht nur die Quellensteuer für Sportler, Künstler und freie Journalisten. Es gab sogar eine sogenannte Lex Eupen für Fußballer. Anders als für Tennisspieler mussten sie danach Steuern zahlen, egal wo sie wohnen. Als Angestellte unterliegen sie der deutschen Lohnsteuer. Nun sind wir natürlich neugierig, wer waren die Betroffenen? Also wer, Sie haben die Namen anonymisiert. Obwohl wir es ja mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu tun haben, die da Interviews geben oder sogar verräterische Homestories erlauben. Warum diese Zurückhaltung? Also man ist als Finanzrichter und natürlich auch immer noch als pensionierter Finanzrichter dem Steuergeheimnis verpflichtet. Und dessen Verletzung ist sogar eine Straftat. Ich will jedenfalls unbedingt jeden Eindruck vermeiden, auch den Schein vermeiden, dass ich steuerliches Insiderwissen durch meinen Beruf über erkennbare Personen einfach so mal ausplaudere. Das ist typisch deutsch, ne? Also warum gibt es beim Thema Steuern so einen starken Persönlichkeitsschutz, während das bei anderen Vergehen und Straftaten nicht so ist? Das hängt damit zusammen, dass, ja, immer natürlich mit der deutschen Gründlichkeit, man will ja in der Steuererklärung auch von Seiten des Finanzamts alles wissen, wirklich alles. Und das geht teilweise ins Intime. Ich nenne nur mal als Beispiel, da gibt es als außergewöhnliche Belastung ja eine Sparte für Krankheitskosten. Wenn man die ausführt, ist das nun wirklich sehr intim. Und wenn man vor dem Finanzamt, ich sage es mal plastisch, soweit die Hosen runterlassen muss, dann kann man auch verlangen, dass das Finanzamt den Mund hält und nicht diese Intimitäten ausplaudert. Darum gibt es den Paragraphen 30 Abgabenordnung, die er sogar unter Strafe stellt, wenn ein Finanzbeamter oder auch Finanzrichter sowas ausplaudert. Nochmal kurz zurück auf den Paragraphen 50a, der eine niedrige Pauschalsteuer vorsieht. Das ist wirklich nur für solche Ausnahmefälle aus Vereinfachungsgründen gedacht. Wenn also etwa Taylor Swift in Deutschland Konzerte gibt, dann wäre es ein Mordsaufwand, wenn man die Erträge, die sie da erzielt, über eine Einkommensteuerveranlagung erfasst und sie besteuert. Und dafür hat man gesagt, wenn ein Star, der wirklich Ausländer ist, hier mal kurz auftritt, dann soll er 15% bezahlen, damit ist alles abgegolten. Das ist auch vernünftig. Also zurück zum Steuergeheimnis. Das sehen andere Nationen anders, völlig locker, zum Beispiel in Schweden. Da können sie sogar im Internet nachgucken, welche Steuern ihr Nachbarn bezahlt. Also es muss nicht so streng gehandhabt werden wie in Deutschland. Es wäre ja auch sicherlich hochinteressant, manchmal zu erfahren, wie denn Leute, die im öffentlichen Raum stehen, ihre steuerlichen Dinge handhaben. Ich gebe jetzt mal ein Stichwort Donald Trump, ne? Da wird ja auch drum gekämpft, was hat der eigentlich so in den letzten Jahren erklärt oder vielleicht verheimlicht.
Sie haben in Ihrer beruflichen Laufbahn viel mit diesem Thema zu tun gehabt, Steuergerechtigkeit. Und da wird natürlich immer wieder in diesem Zusammenhang diskutiert, ob es denn gerecht zugeht. Zuletzt aktuell sehr intensiv nach dem Rücktritt der Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brohr-Hilker, der erfolgreichen Cum-Ex-Ermittlerin. Sie selbst sagt es ein bisschen verklausuliert, wenn sie nach den Gründen für ihren Wechsel zur Bürgerbewegung Finanzwende gefragt wird. Aber der Eindruck, den sie vermittelt, ist klar. Die großen Steuersünder kommen zu gut davon. Sie sagt, reiche Steuersünder treffen auf eine personell zu schwach aufgestellte Staatsanwaltschaft und kommen deshalb glimpflich aus den Verfahren. Wie ist Ihre Meinung? Hat sie recht? Sie hat hundertprozentig recht. Und das liegt an verschiedenen Gründen zuvörderst, aber liegt das an unserem hochkomplizierten Steuerrecht. Und das ist in zweifacher Hinsicht mangelhaft. Es ist ein kompliziertes Steuerrecht mit nominal hohen Steuersätzen. Also wir haben hohe Durchschnittssteuersätze, wir haben hohe Spitzensteuersätze verglichen mit dem Ausland. Und jetzt gibt es in diesem Steuerrecht 1001 Ausnahmen, Rückausnahmen, Steuerbefreiungen, Sondervorschriften, ergänzende Verwaltungsanweisungen und so weiter und so fort. Dadurch kann man die Steuer, die nominal durch die hohen Steuersätze ganz oben ist, ordentlich nach unten drücken. Aber dazu braucht man Fachleute wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Fachanwälte, die können die richtig anwenden. Solche Fachleute sind aber teuer und werden deshalb oft nur von den sogenannten Besserverdienenden beauftragt. Das Ergebnis ist dann, diese Gruppe der Besserverdienenden bezahlt weniger Steuern, die anderen bezahlen ungerecht viel Steuern. So, das ist der eine Nachteil dieses komplizierten Steuersystems. Der andere Nachteil ist, diese verwirrende Vielfalt von Vorschriften ist das Einfallstor nicht nur von legalen Steuersparmodellen, sondern auch von kriminellen Betrügereien. Diese werden nicht von einfachen Ganoven begangen, also von solchen, die zum Beispiel alte Leute mit dem Enkeltrick und Ähnliches übers Ohr hauen. Wir reden hier über weiße Kragenbetrüger in Gruppen von Bankern, Anwaltssozietäten, Unternehmensberatern und leider auch wegschauenden Politikern. Das ist eine ganz andere Liga der Kriminalität. Diese Spezialisten denken sich Betrugsmodelle wie Cum-Ex oder früher das sogenannte Umsatzsteuerkarussell aus. Der Schaden für die Steuerzahler, der geht in die Milliarden. Entsprechend hoch ist die Beute der Kriminellen, die ohne jedes Unrechtsbewusstsein handeln. Die personell unterbesetzte und in ihrer Arbeit vielfach behinderte Staatsanwaltschaft, übrigens auch von Politikern behinderte Staatsanwaltschaft, kommt mit der Aufklärung und der Ahndung dieser Verbrechen leider nicht nach. Da hat die frühere Oberstaatsanwältin Brohr-Hilker völlig recht. Und da setze ich noch einen drauf. Auffällig ist, dass nicht nur diese hochqualifizierte und erfolgreiche Ermittlerin, die Frau Brohr-Hilker aufgegeben hat, früher hat schon die ebenso erfolgreiche Staatsanwältin Margret Lichtinghagen sich mehr oder weniger freiwillig auf eine normale Richterstelle versetzen lassen. Dabei hatte sie mit angekauften Daten-CDs zu dem Liechtenstein-Betrugsmodell für Aufklärung und tausende Selbstanzeigen von Steuerbetrügern gesorgt. Der Fall des früheren Kölner Postchefs Zumwinkel gehört auch dazu. Und noch was, in Frankfurt wurden erfolgreiche Steuerfahnder mit Schikanen in die Frühpension gedrängt. Die haben darüber auch ein Buch geschrieben. Und das wenigste davon ist dementiert worden. Das ist schon erstaunlich. Erstaunlich ist auch zum Beispiel die Aussage eines
früheren Finanzministers eines Bundeslandes. Ich lehne mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster und sage jetzt nicht, wen ich da meine, aber der hat die Verstärkung der Steuerfahndung abgelehnt mit den Worten: Mir ist doch lieber, dass das Schwarzgeld in meinem Bundesland weiter zirkuliert, als dass ich es im Bund-Länder-Ausgleich nach Berlin weiterreiche. Sie haben den Namen Klaus Zumwinkel erwähnt. Vielleicht picken wir uns diesen prominenten Fall noch raus. Sie schreiben ja auch an einem neuen Buch und haben mir vorher erzählt, dass der Fall Zumwinkel da eine Rolle spielen wird. Wir erinnern uns mal, am 14. Februar 2008 steht die Polizei vor seinem Haus in Marienburg. Der Mann wird nach einer 5-stündigen Hausdurchsuchung vor laufenden Kameras aus seiner Villa abgeführt. Der 2003 zum Manager des Jahres gekürte Chef der Post AG hat über 1 Million Euro an Steuern hinterzogen. Wie hat er das gemacht? Was ist ihm genau vorgeworfen worden? Das war ja kein kompliziertes Cum-Ex-Modell oder so etwas, sondern er hat einfach nicht bezahlt, oder? Nein, das war ein tausendfach genutztes, illegales Betrugsmodell, was, muss man so sagen, von Liechtenstein, also dem Zwergstaat Liechtenstein, wenn nicht gefördert, so doch zumindest geduldet wurde. Inzwischen sind die Verhältnisse übrigens andere. Da konnte man in Liechtenstein eine Stiftung gründen und diese Stiftung, die wurde dann völlig losgelöst von dem Auftraggeber dieser Stiftung und der Auftraggeber bezahlte da hohe Summen ein, die Zinsen wurden ausgezahlt und niemand wusste, an wen die Zinsen gingen. Das ist auch nur deshalb aufgeflogen, weil ein früherer Bankmitarbeiter einer Liechtensteiner Bank, bevor er ausschied, Daten von solchen Kunden massenhaft überspielt hat. Und die wurden dann vom Finanzminister hier angekauft. Und siehe da, es purzelten die Selbstanzeigen zu Tausenden. Mit der Folge, dass wenn die rechtzeitig und vollständig eingingen, dann erkauften die sich mit der Steuerrückzahlung auch die Straffreiheit. Aber das Modell jedenfalls kippte auf und einer davon war der höchst prominente Herr Zumwinkel. Er ist 2009 verurteilt worden, also hat eine Strafe bekommen, er bekommt eine Bewährungsstrafe und er muss 1 Million Euro zahlen. 800.000 an die Staatskasse, 200.000 an eine gemeinnützige Organisation. Wie bewerten Sie dieses Urteil? Der hat 1 Million Steuern hinterzogen und kriegt eine Strafe von 1 Million? Er hat Glück gehabt, er hat ganz großes Glück gehabt. Angeklagt wurde eine Hinterziehung von einer guten Million, also mehr als 1 Million. Und ein Jahr vorher hat der BGH eine Bundesgerichtshof eine Grundsatzentscheidung gefällt. Und zwar des Inhalts, wenn jemand 1 Million und mehr Steuern hinterzieht, der kann nicht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt werden. Bewährung scheidet dann aus, der geht in den Knast. Es wurde bei Herrn Zumwinkel dann mehr als 1 Million angeklagt und die Anwälte haben es tatsächlich geschafft, zu Recht geschafft, muss man sagen, ein Steuerjahr herauszuschießen, weil es verjährt war. Unzweifelhaft, ganz richtig, es war verjährt. Und so war die hinterzogene Summe 970.000 Euro. Das eröffnete dann das Hintertürchen für eine Bewährungsstrafe. Und dieses Hintertürchen hat die Strafkammer genutzt und er zum Wickel musste nicht, im Gegensatz zu Herrn Hoeneß, gesiebte Luft atmen. Das hätte man auch anders entscheiden können. Denn dass das Hintertürchen bestand, hieß noch lange nicht, dass der Strafsenat das auch nutzen musste. Da könnte man jetzt spekulieren, da hat vielleicht der Promi-Bonus eine Rolle gespielt. Man muss klipp und klar sagen,
Herr Zumwinkel war eine Größe im deutschen Wirtschaftsleben. Und das schon lange. Früher hätte man gesagt, er ist ein Wirtschaftskapitän. Ein Wirtschaftskapitän, der nicht nur die Börsengänger von der Post und der Postbank begleitet hat, er hat auch in Aufsichtsräten von namhaften anderen deutschen Telekom zum Beispiel mitgewirkt. Und er hatte seine Verdienste, die hatte er dann ja auch honoriert bekommen, indem er Jahre zuvor das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat. Das war dann wohl aber nur auf Zeit. Er hat es zurückgegeben, nachdem er aufgekippt war. Aber so ein Promi-Bonus mit einer weißen Weste, die hatte er ja, ne? Er war ja nun kein Vorbestrafter, der hat vielleicht dann auch bewirkt, dass die große Strafkammer gesagt hat, ach nee, dem geben wir nochmal Bewährung. Ja, es geht ihm heute nicht schlecht, konnte man oder kann man immer noch Wikipedia entnehmen. Er ist als Unternehmensberater in London tätig. Da hat er einen Wohnsitz, der zweite Wohnsitz ist am Gardasee. Der hatte ein hübsches Schlösschen, das Foto kann man auch auf Wikipedia sehen. Also es geht ihm nicht schlecht und ich wiederhole mich, er hat großes Glück gehabt. Ja, und es gibt dann auch keine Abzüge bei Pensionsansprüchen oder irgendwelchen Dingen, das wird einfach ignoriert. Ne? Nein, im Gegenteil, er hat sich seine Pensionsansprüche ausbezahlen lassen. 20 Millionen. Und das waren 20 Millionen. Und jetzt setzen wir das mal ins Verhältnis zu der 1 Million Bewährungsauflage, die er zahlen musste. Man kann Wikipedia auch entnehmen, er hat zusammen mit seinem Bruder viele Jahre vorher schon ein elterliches Vermögen von ebenfalls 20 Millionen geerbt. Das führt dann wohl zu dem Schluss, die 1 Million, die hat ihm überhaupt nicht wehgetan. Und er wird tief aufgeatmet haben, dass er so gut da aus der Sache rausgekommen ist. Ja, kein Einzelfall. Der Umgang des Staates und seiner Behörden mit Steuerbetrug im großen Stil wird weiter für viele Diskussionen sorgen. Herzlichen Dank, Norbert Klein, für den Besuch im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Das war eine spannende und gleichzeitig, wie ich finde, recht unterhaltsame Episode bei True Crime Köln. Man kann sie auch nochmal nachlesen, wenn man möchte, in ihrem Buch Mörder, Stadtrat und FC, eine höchst unterhaltsame Sammlung wahrer Kriminalfälle mit dem Untertitel Gerichtsgeschichten um den Appellhof. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass Sie uns schreiben können. truecrime@ksdrmedien.de ist die Mailadresse. Vielleicht kennen Sie eine Geschichte, einen Fall, der hier mal erzählt werden sollte. Vielleicht können Sie selbst etwas dazu beitragen. truecrime@ksdrmedien.de. Das war's für heute. Wer True Crime Köln noch nicht abonniert hat, sollte das schnell nachholen. Das geht auf allen Streamingdiensten oder auch über YouTube. Außerdem freuen wir uns, wenn man das, was wir hier machen, weiterempfiehlt. Das gilt übrigens auch für die Podcast-Reihe des Kölner Stadtanzeiger Talk mit K, der wöchentliche Gesprächspodcast mit Sarah Brasack und Anne Burgmar. Zu Gast sind dort Kölnerinnen und Kölner, die etwas zu sagen haben. Talk mit K bei ksda.de und auf allen Streaming-Portalen. Mir bleibt, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksda.de.